Die größte Herausforderung für uns als IGBCE liegt eindeutig daran, dass wir jetzt in die Umsetzung kommen müssen. Wir haben so viel jetzt auf den Weg gebracht. Wir werden noch so viel diskutieren heute und unsere Route für die nächsten kommenden Jahre festlegen. Und ich glaube, wir müssen das jetzt auch so platzieren, dass es bei der Politik ankommt, ne? Dass es nochmal bei den Koalitionsgesprächen und natürlich auch bei der Regierung dann auch stattfindet, was wir zum Thema Unternehmensmitbestimmung und betrieblicher Mitbestimmung auf den Weg gebracht haben. Was mir besonders am Herzen liegt, dass wir natürlich gute Regelungen für gute Arbeit vor Ort für die Beschäftigten festlegen können. Und unser Fokus wird sicherlich sein auf den Herausforderungen, alles was mit agiler, mobiler Arbeit zu tun hat. Gesundheitsschutz, das sind, glaube ich, die Hauptthemen und Folgen der Transformation abfedern, also auch Schutz für mögliche Veränderungen, die durch die Transformation bedingt gewährleisten. Also Kündigungsschutz. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Themen. Ja, ich hoffe, dass die IGBCE weiblicher wird, weil wir haben jetzt so viel angestoßen für Gleichstellungspolitik, mit Themen, die, glaube ich, auch auf der Hand liegen. Wir haben uns vorgenommen, besser zu werden bei der weiblichen Mitgliedschaft. Das ist ein strategisches Ziel. Und das möchte ich natürlich höchstpersönlich nochmal angehen. Und wie gesagt, wir haben viel angestoßen und ich hoffe, dass das dann auch irgendwann mal funkt.